So, fallen lassen. Ab im Griff. So, dann haben wir nämlich hier hinten die Druckluftflasche. Dann können wir die zwei Sachen bestimmt schon zusammen machen. Ah, ha. Scheiße. Jetzt muss ich wieder was fallen lassen. Oder? Nee, komm. Hab ich nicht auf. Ich weiß nicht, ob sich das nur so krank anhört oder ob es wirklich so krank ist. Das bringt mich jetzt doch ein bisschen ins Grübeln. Da sind Piranhas, da will ich eigentlich nicht. Nicht hinüber. Ah ne, hier rüber auch nicht. Ja. Gerade hier unser Dings nochmal ausrüsten. Ah, aber vorher vielleicht, hier war so eine Druckflasche. Ah, je nachdem, da gucke ich gerade, da kann ich doch bestimmt schon den Großteil zusammen machen. Überlebenshandbuch? Herbarium. Auf den Inseln gibt es zwei, die du sammeln musst. Finde sie alle, um dein Herbarium zu vervollständigen. Und was bringt das dann? Na egal. Waffen? Selbstgebautes Schnellfeuergewehr. Das ist das doch, ne? Harpungriff, Druckluftflasche. Ach, verdammt. Ein Bördelrohr braucht man dafür. Hä? Ah, ne, das war das Gun. Selbstgebautes Stengun. Da braucht man nämlich das Kurzrohr. Vollautomatisch selbstgebaute Waffe. Sehr hohe Feuerrate, mittlerer Schaden. Und hier haben wir. Selbstgebautes Schnellfeuergewehr, hohe Feuerrate, mittlere Streuung und hoher Schaden auf kurze Distanz. Mittlerer Schaden, große Distanz, alles klar. Finde ich die eindeutig besser. Also, kombinieren wir. Ne, warte, den Handkompressor brauchen wir jetzt. Jetzt muss ich ja doch nochmal nachgucken. Den Handkompressor brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder? Waffen? Das war's nicht. Das hier, ja, den Handkompressor braucht man nicht. Also, Handkompressor falle lasse. Das nehmen wir auf. So, dann können wir das nämlich zusammenfügen hiermit. Das zusammenfügen hiermit. Das Ganze dann zusammenfügen. Also mit diesem Craften ist das eigentlich ganz toll gemacht, finde ich. Hier zusammenfügen mit wahrscheinlich nur der Munition wieder, aber trotzdem alles klar. Dann tun wir sie jetzt mal ausrüsten. Ich habe mich gerade geheilt und das wollte ich nicht, weil ich mich bei den Tasten wieder verdrückt habe. Verdammte Scheiße. Bogen ist geiler. Leg ich jetzt einfach fest. Wie ich gerade sehe. Ah doch. Oh nein, bitte. Bitte lass mich in Frieden. Gott sei Dank, ich dachte, sie wären einer von ihnen. Meine Tochter und ich wurden von diesen Monstern angegriffen, als wir hier gestern auf der Flucht waren. Dabei habe ich sie verloren. Ich fand einen sicheren Platz, aber ich weiß nicht, was meinem kleinen Mädchen zugestoßen ist. Emily. Ich habe vielleicht, wonach sie suchen. Ich weiß nicht, aber ich öffne die Tür für niemanden außer meiner Tochter. Wenn sie sie mir bringen, können sie haben, was sie wollen. Beeilen Sie sich bitte. Finde Emily und bringe sie zurück zu Carol. Alles klar? Ah ne, okay, wie war das? C? Ah, 1A. So, ein... Ne. Armschutz aus Reifengurten. Heißt das, wir brauchen einen Beinschutz und dann mit dem Reifenzeug und dann haben wir einen Armschutz oder was?
Beinschutz sieht nämlich so aus. Warte, dann wäre der Beinschutz hier ganz unnötig gewesen. Dann muss ich mir den schnell holen gehen nochmal. Hoffentlich ist der nicht despawned oder so. Das wäre schlecht. Hier, wir bekommen angezeigt sogar, wo sie ist. Das ist sehr schön. Ich mache mich dann jetzt mal auf den Weg. Boah, das hört sich so mies an. Ich habe das Gefühl, bevor mir jetzt dieser Carol, nee, Emily heißt sie, bevor wir zu der kommen, wird es uns wohl passieren, dass wir in so einen Bosskampf verwickelt werden. Gehe ich mal von aus einfach. Oh, das war ein Zombie gewesen. Schade. Ach, das. Ah, die liegen da manchmal so chillig. Dann denkt man so, ach, ach, das ist doch kein Zombie. Der macht doch einem gar nichts. Und dann ist es doch ein Zombie. Standard halt. Immerhin ist hier wieder der Hirsch. Komm, Sicht, ändere dich. Wieso ist hier so spannende Musik? Wieso? So, Beinschutz haben wir. Was fehlt uns gerade? Ah, Hunger, okay. Ich hasse es, wenn so spannende Musik ist und man weiß einfach nicht, wieso die ist. Ah, jetzt ist weg. Okay, never mind. Es sieht so aus, als ob hier im Wasser ein paar Items liegen. Nein! Ach, komm schon. So, Rindfleisch. Alles klar, was schmeißt man dafür raus? Verdammte Scheiße, Mann. Das hier, das haben wir bis jetzt noch gar nicht gebraucht. Und deshalb nehme ich jetzt auch das Tierhaut. Mit der können wir doch bestimmt auch was machen. Können wir das hier eigentlich zurzeit kombinieren mit irgendetwas? Schauen. Mit dem Werkzeugkasten. Dann bekommt man nämlich diese Angelschnur. Braucht man also zurzeit auch nicht. Nein, ich wollte eigentlich. Nee, eh? Sowas. Ja. Hopp. Tierhaut. So. Jetzt kann man die Tierhaut. Die kann man doch bestimmt mit irgendetwas zusammenfügen. Ah, jetzt haben wir diese Riemen. Einen Reifen bräuchte man jetzt wieder. Das kann man am Feuer machen. So, was haben wir jetzt weggeschmissen? Eine Rolle. Rennen wir einfach mal in diesen Safe-Raum. Ich gehe nämlich davon aus, dass da einfach mal nichts wegkommt. Dann schmeiße ich nämlich das hier einfach mal hin. Sondern nehme ich die Rolle wieder ins Inventar. Am Anfang, wie ich das Inventar gesehen habe, habe ich mir so gedacht, oh, da passt ja einiges rein. Und mittlerweile muss man um jeden Platz schon kämpfen. Okay, und dann so ein Scheiße am besten gar nicht erst aufheben. Aber ich glaube, mit den Blumen kann man sowieso nur so Tränke machen oder so. Also das ist nichts so Besonderes. So, alles klar, wo sind wir gerade?
Ich guck gerade auf die Uhrzeit und ich gehe davon aus, dass es jetzt gleich, dass wir jetzt gleich so oder so, ja, schlafen gehen. Wir haben aber Hunger. Warte. Wieso kommt dieses kranke Plätschergeräusch, wenn wir in der Nähe von Feuer sind? Ich verstehe es gerade nicht. Das sind wir auf 100% jetzt. Ein paar Pfeile. Schade ist, dass man Pfeile nicht noch verbessern kann irgendwie, oder? Nein, kann man nicht. Ja, ihr müsst zugeben, das hört sich schon ziemlich krank an, oder? Das im Hintergrund so. Oh, ich glaube, wenn ich jetzt mal gerade gucke, ich gucke mal schnell auf die Karte. Wenn ich nur darüber könnte, dann wäre ich so gut wie dort. Warte, wenn ich hier jetzt, ja, dann bin ich so gut wie da. Alles klar. Ah, da sind wir ja schon. Alles klar. Aha, wie der mich hier, ohne Witz, der erschreckt mich jedes Mal mit seinem Hi. Kroko, glücklich, Essen riecht gut. Großer Schatz für Überlebenden. Kaputte Brille. Mhm. Warte, was war das gerade? Hi. Bootsschraube. Und dann kommen wir. Hi. Aha. Was steht hier? Da hat jemand seine Brille verloren. Könnte nützlich sein. Im Moment aber für nichts zu gebrauchen. Finde ich scheiße. Eine Bootsschraube. Haben wir irgendwo eine Bootsschraube gesehen bis jetzt? Ah, ein Knochen. Ah, wenn wir doch jetzt zwei Knochen haben, kann man doch können wir doch eigentlich. Das meinte ich jetzt eigentlich. Ne? Ah, oder braucht man diesen Bumerang machen, oder? So, wie war das? Escape, Überlebenshandbuch, Waffen, Knochen, Doppelzweig-Bumerang. Selbstgebauter, langsamer, verursacht mittleren Schaden. Ah, aber da braucht man diese Klingen. Okay, alles klar. Ah, nochmal aufs Eck. Dann mache ich das jetzt mal einfach gerade. Ah, aber ich sehe jetzt, dass wir gerade hier sind und die Nacht anfängt. Das ist nicht sehr gut. Hohen Schaden. Sehr schön. So, wie sieht das aus, wenn man so einen Boomerang hat? Wenn ich ihn jetzt werf. Oh. Irgendwie mies, ich weiß auch nicht. Nice. Es ist nicht gerade unbedingt komplett nötig, aber es ist doch ganz schön praktisch, finde ich noch. Ah, das hier, das könnte ich mal fallen lassen. Dann nehmen wir die Brille auf und dann renne ich jetzt. Durch das Gewässer.
Ah, wenn ich Zombies schon höre, wenn ich sie schon höre. A, Zombies vorbei. Ja, ich sehe gerade aus einer Pflanze, aber die braucht man eigentlich nicht. Diese Wurzel. Ah, oder an was fehlt es uns denn gerade? Hunger hätten wir. Esse ich mal ein bisschen was davon. So, haben wir wieder fast voll da. Dann gehe ich jetzt mal schlafen. Was das wohl heißt, was da steht? Das würde mich mal interessieren. So, der Tag beginnt.